In schwierigen Verhandlungen wird die Drohung aus emotionaler Sicht ausgesprochen. So, dann liste ich sie aus. Dann beenden wir die Zusammenarbeit. Und durch die Drohung zeigt der Partner ja, dass er abhängig ist. Weil wenn er den anderen Partner nicht brauchen würde, dann müsste er auch nicht drohen. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr Schraner. Herzlich willkommen in unserem Leader Talk. Es ist mir eine Riesenfreude. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch, dass ich wieder hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Sie werden sich wundern, aber vor 10 Jahren haben Sie meine Vorstellung von Verhandeln komplett auf den Kopf gestellt, als ich bei Ihnen in der Schweiz an dem Seminartag war und dachte, okay, das habe ich mir nicht so vorgestellt, weil ich aus Ihrer Perspektive ein Vernunftverhandler bin, der mit Werten in eine Verhandlung reingeht. Ja, Fairness und Klarheit, Transparenz. Und da haben Sie mir gesagt, das ist jetzt nicht sehr günstig, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Stimmt das noch oder haben Sie neue Erkenntnisse in den letzten 10 Jahren gewinnen können? Nee, die Erkenntnis hat sich sogar noch verstärkt, dass als Vernunftverhandler, wenn Sie an Werte glauben, an Fairness, an Offenheit, Transparenz, ist das ja alles sehr, sehr gut. Wenn Ihr Gegenüber auch so denkt, dann passt es ja. Also wenn Ihr Gegenüber auch die gleichen Werte hat, das gleiche Verständnis von Fairness, das gleiche Verständnis von Partnerschaft, von langfristig, von Kooperation, dann passt es ja. Dann gibt es auch die sogenannte Win-Win-Vereinbarung, weil dann beide Seiten mit den gleichen Werten, den gleichen Erwartungen die Verhandlung führen. Wir begleiten ja nur schwierige Verhandlungen und in schwierigen Verhandlungen ist das natürlich nicht gegeben, weil wären die Menschen auf dem gleichen Wertesystem, dann würde man gar nicht in diese schwierige Verhandlungssituation kommen. Okay, wobei jede Verhandlung ist ein Konflikt und Konflikte gehören zum Leben dazu. Und wenn ich das aus der Perspektive der gemeinsamen Zukunft betrachte, dann stelle ich für mich immer wieder die Frage, möchte ich mit diesen Menschen weiter zusammenarbeiten? Und ich bin ein Riesenfan der Philosophie von Naval Ravikant, play long-term games with long-term people. Und da ist die Frage, sind schwierige Verhandlungen eine Nebenerscheinung oder Normalität? Für mich Normalität. Für Sie, ja, okay, das ist ja ein Geschäftsmodell. Ja. Genau. Klar. Weil, also, wir behaupten mal, dass für die meisten unserer Kunden sind 95% der Verhandlungen irgendwo Daily Business. Also klar, auch manchmal schwierig, aber man hat doch ein bestimmtes Muster dafür entwickelt. Bestimmte Tools dafür zur Hand, die man nutzen kann. Und dann gibt es so die 5% der Verhandlungen, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Das ist im Grenzbereich, im wahrsten Sinne genau, des Wortes. Genau, im wahrsten Sinne. Und es gibt einfach Verhandlungen, wo ich mit meinem Toolset, das ich mir über viele Jahre angeeignet habe, wo ich so super erfolgreich bin, dann komme ich plötzlich in eine Situation, wo alle diese Tools, die ich habe, nicht mehr wirken. Okay. Und jetzt wird es schwierig. Und jetzt, durch dieses Nichtwissen, wie ich diese Situation lösen kann, wie ich mit diesem schwierigen Menschen umgehen kann, dass ich plötzlich merke, dass mir eine Kompetenz fehlt. Dadurch entsteht Angst. Angst führt zu Emotion und die Emotion zerstört die Verhandlung. Okay. Wenn ich jetzt aus der Perspektive der Verhandlungsparteien das einschätze, dann sehe ich ja meistens Machtverhältnisse. Und Sie sagen ja, eine Verhandlung ist unter anderem Klärung der Machtverhältnisse, ansonsten wäre das eine Diskussion, wenn ich mich nicht irre. Sehr gut. Ja, und wie geht man damit um, wenn die Machtverhältnisse unterschiedlich gelagert sind? Ich nehme ein paar Beispiele in Deutschland, wenn Sie Automobilzulieferer sind oder Lebensmittelhersteller, dann sind Sie meistens mit 4, 5 Playern unterwegs, die auf der anderen Seite einkaufen und 80-85% des Marktes ausmachen. Da sind die Machtverhältnisse per se unterschiedlich. Hat man da eine Chance zu verhandeln? Da stimme ich Ihnen gar nicht zu, weil die Verhandlung ja auf einer subjektiven Einschätzung der Macht beruht. Also die Frage ist ja nicht, wie Macht objektiv verteilt ist, sondern wie Macht subjektiv wahrgenommen wird. Und es gibt Verhandlungen, wo sich Menschen überschätzen, also die eigene Machtposition überschätzen. Die glauben, sie könnten sich gegen den anderen durchsetzen, weil sie die Sanktionsmöglichkeiten besitzen. Genau. Und es gibt Verhandlungen, wo die Leute sich unterschätzen. Also so denken, ich habe zu wenig Sanktionsmöglichkeiten. Die gegnerische Seite ist mächtiger. Ich fühle mich ohne Macht. Gibt es ja das schöne Wort, der Ohnmacht. Ja. Bei schwierigen Verhandlungen unterschätzen alle Menschen die Verhandlungsposition. Auch die, die darauf geschult sind, zu sagen, ich bin bei dir 50% des Umsatzes, ich springe jetzt ab und dann ist es vorbei?
Ja gut, wenn jemand droht, dann zeigt er ja die Abhängigkeit. Dann zeigt er ja die Machtlosigkeit. Wenn er droht? Ja klar. Können Sie das bitte erklären? In welcher Verhandlungssituation sprechen Sie selbst denn eine Drohung aus? Wenn Sie in einer super guten Verhandlungsposition sind oder wenn Sie nicht mehr weiter wissen? Aus der Perspektive des Druckes würde ich sagen, wenn ich Druck aufbauen möchte. Noch mehr. Genau, wenn Sie Druck aufbauen möchten, das ist ein taktisches Element der Verhandlung. Ja. In schwierigen Verhandlungen wird die Drohung aus emotionaler Sicht ausgesprochen. So, dann liste ich sie aus. Dann beenden wir die Zusammenarbeit. Und durch die Drohung zeigt der Partner ja, dass er abhängig ist. Weil wenn er den anderen Partner nicht brauchen würde, dann müsste er auch nicht drohen. Also dann könnte er auch das, was er fordert, ich sage es mal, ich bin jetzt einer. Ohne Verhandlung beenden. Ganz genau. Dann schreibe ich halt eine E-Mail. Ja. Oder ich gehe zum Partner B, C, D, die vielleicht aus meiner Sicht das gleiche Produkt bieten. Und deshalb, die Drohung ist ein ganz klarer Beweis, dass jemand Hilfe braucht. Da hat sich schon das Gespräch gelohnt. Ja. Das ist doch was sehr, sehr Gutes. Ich habe von Ihnen, glaube ich, aufgeschnappt, wo Sie sagten, in dem Moment, wo jemand zu einem Verhandlungstisch eingeladen ist, hat er Macht. Ganz genau. Und darf eigentlich selbstbewusst an den Tisch gehen. Genau, muss selbstbewusst, weil der Beginn der Verhandlung ein Zeichen ist, dass ich mein Gegenüber brauche. Achtung, ich weiß noch nicht, was ich brauche. Also es kann sein, dass ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt Einkaufsleiter und Sie sind mein Key Account Manager. Und es kann sein, dass ich Sie brauche, weil ich Ihr Produkt brauche. Ja. Es kann aber auch sein, dass ich ein Nein von Ihnen brauche, weil ich einen anderen Supplier durchsetzen möchte, intern. Aber für die interne Durchsetzung brauche ich die Unterschrift, dass genau, Sie das gemacht haben. Genau. Okay. Das heißt, es kann auch das Ziel der Verhandlung kann auch die Nichteinigung sein. Genau. Aber auch da habe ich ein Ziel. Also auch da muss ich verhandeln. Okay. Wenn ich jetzt aber so eine Verhandlung durchspiele, ein kleiner Automobilzulieferer versus ein mächtiger OEM. Sie sagen ja, auf einer Seite muss man perfekt vorbereitet sein, auf der anderen Seite darf man nicht zu gut vorbereitet sein, weil man in eine sogenannte Vorverhandlung reingeht. Wie findet man die richtige Balance? Also einmal teile ich schon mal nicht die Einschätzung, dass der... Sie sind ein perfekter Gesprächspartner. Dass der OEM, also der Automobilhersteller, dass der immer mächtiger ist, weil wir gerade gesehen haben, jetzt gerade mit Corona, mit Supply Chain, die abbrechen, mit Chips, die es nicht mehr gibt, wo plötzlich ein Tier 2, Tier 3 Supplier plötzlich die höchste Machtposition hat. Ja. Weil selbst wenn ich ein Auto baue, aber wenn ich halt, ich sage es mal, ein sicherheitsrelevantes Teil nicht bekomme und wenn es nur ein Chip ist für einen Euro, kann ich, dann stehen die Werke. Also, das war für OEMs übrigens eine neue Erfahrung. Sie waren ja genau. Nur vom 5% des Lieferantenportfolios bei den Chipherstellern, das heißt niemand. Genau. Und plötzlich mussten sie betteln, das war auch was Neues. Ja, und vor allem hatten sie etwas versäumt, die hatten eine gute Beziehung zum Tier-1-Supplier, also Bosch, Conti, ZF, die Großen, aber keine Beziehung zum Tier 2, also zum Lieferanten. Die Zuliefer. Genau. Und dann ist die Lieferkette abgerissen, also zwischen Tier 1 und Tier 2. Mhm. Und dann stand der OEM mit dem Bandstillstand und hatte keine Möglichkeit mehr einzuwirken. Also deshalb, was wir gelernt haben, also wir betreuen viele OEMs, wir betreuen aber auch Zulieferer in der Automobilindustrie. Aus unserer Sicht gibt es keine Machtverschiebung, sondern beide brauchen den anderen. Und selbst wenn der klein ist, vielleicht ein kleiner, in der Schweiz sagt man KMU, also so ein mittelständisches Unternehmen, der hat ja auch ein Produkt, das ich in mein Auto brauche. Mhm. Würde ich das Produkt zur gleichen Qualität, gleichen Service, also wirklich zur gleichen Qualität von einem anderen Lieferanten bekommen, dann würde ich nicht verhandeln. Dann würde ich zwei E-Mails schreiben oder noch viel besser, ich würde in eine Online-Auktion gehen, wenn ich wirklich vergleichen könnte. Und also die Online-Auktion kann ja ein Hinweis sein, dass Produkte vergleichbar sind. Austauschbar. Ja. Genau, so eine sogenannte Commodity-Verhandlung. Genau. Wobei ich das auch nicht mehr glaube. Also wir merken halt, dass man versucht, aus Einkaufsseite natürlich Lieferanten irgendwo gleich zu machen, im Sinne von Produkt und Service. Und dennoch gibt es immer irgendetwas, was man nicht bewerten kann. Also was man nicht in eine Excel-Tabelle eintragen kann. Okay, das stimmt optimistisch, aber dann aus der Perspektive eines mächtigen, kleinen Zulieferers. Okay, sehr gut. Wie bereitet man sich professionell auf so eine Verhandlung vor? Und welche Fehler sollte man dabei vermeiden? Sie nennen das in Ihrem Buch teure Fehler. Ganz genau. Es sind zwei Bereiche, die Sie ansprechen. Das eine ist die Verhandlung
als Vorbereitung, die ich machen muss als Verhandlungspartner. Also ich für mich, für mein Unternehmen muss definieren, wo will ich hin, also was wäre ein Ziel und was ist die Schmerzgrenze. Also ich bleibe im Zuliefererbereich, ich sage, ich brauche eine Preiserhöhung von 10%, das wäre super, das wäre mein Maximumziel, aber ich brauche mindestens 3, ansonsten stelle ich die Lieferung ein. Das wäre die sogenannte Schmerzgrenze oder auch Walkaway. Walkaway. Was ich nicht machen darf, ich darf nicht überlegen, was für die Gegenseite möglich wäre. Das ist mit sich selbst verhandelt. Das also, ist Vorverhandlung. Ganz keine Vorverhandlung. Also ich bereite mich vor, sage 10% wäre ganz gut. Aber also bei dem Kunden dürfen wir es nicht verhandeln, weil ich kenne den schon und der hat selbst gerade ein Problem. Also ich begebe mich in die Welt des anderen und mache eine Annahme. Ich mache eine Annahme und die Annahme beruht ja logischerweise auf meiner Denke und nicht auf der Denke des Gegenübers. Also da, wo die Empathie eigentlich hinderlich ist. Super negativ ist, ja. Okay. Weil ich plötzlich versuche, mich in die Schuhe meines Gegenübers reinzudenken da. Mhm. Und jetzt mache ich diesen dramatischen Fehler, dass ich tatsächlich jetzt in eine Situation komme, wo ich anfange, mir Gedanken über den anderen zu machen und diese Annahme dann versuche, natürlich zu bestätigen. Mhm. Aber die Annahme kann ja grundfalsch sein. Mhm. Also deshalb, aufgrund von unserem Verhandlungskonzept ist immer, bleibt bei euch. Ja? Also versucht tatsächlich in eurer Welt zu bleiben und nicht auf die Gegenseite zu gehen. Mhm. Und was für mich auch total überraschend war, aber vor allem für meine Welt, Sie sagen, wenn du jetzt 8% brauchst, begründe die nicht. Mhm. Das ist ja was Kontraintuitives. Weil mit einer Begründung kann ich darlegen, warum ich das brauche und dass es nicht ein aus heiterem Himmel ist. Ja, also es kommt darauf an, welche Verhandlung es ist. Bleiben wir beim Automotive. Ich bin Zulieferer. Ja? Ja. Jetzt kann ich einen Teilbereich kann ich ja begründen. Also es gibt ja auch, wir haben ja eine sehr enge Beziehung. Also sagen wir, Sie sind OEM, ich bin Zulieferer. Sie wissen ja eben meine Kostenkalkulation, teilweise haben wir auch Open Book. Ganz genau. So, das heißt, Sie können da reinschauen. Sie sehen ja, dass die Energiekosten um 13% gestiegen sind, dass die Fertigungskosten um 2%, dass unser Werk in Rumänien, also Sie wissen ja sehr viel. Und dennoch kann ich jetzt durch die Begründung, bringe ich mich selbst in eine defensive Position. Also ich sage, okay, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, lieber Kunde, ich brauche eine Preiserhöhung von 8%. Mhm. Dann sagen Sie, lieber Lieferant, ist dein Problem. Hättest du beim Einkauf besser aufgepasst, dann würdest du nicht hier sitzen. Ja. Also das Argument führt zum Gegenargument. Mhm. Gut ist, eine Grundlage zu schaffen, um dann eine zusätzliche Forderung zu stellen, die ich dann verhandelbar mache. Also, ich muss dann begründen, wenn es die Begründung braucht. In den meisten Verhandlungen braucht es keine Begründung, weil ja beide Seiten wissen, worüber sie reden. Okay. Also ich brauche doch nicht klar machen, einen OEM wie Ihnen, dass die Energiekosten um 13% gestiegen sind. Das wissen Sie doch auch. Also da brauche ich keine Begründung dafür. Das bedeutet, mit jeder Begründung, die ich liefere, lenke ich eigentlich von dem Zweck und von dem Ziel der Verhandlung ab, in dem Nebenschauplatz aufmache, nämlich die Begründung der Forderung. Ganz genau. Und ich begebe mich in eine defensive, rechtfertigende Position. Okay, und das ist ja immer die Frage, willst du Recht haben oder gewinnen? Ganz genau. Und Ihre Empfehlung ist klar, die Forderung zu formulieren, ohne zu begründen und sich nicht darauf einzulassen, in diese Begründungsschlacht hineinzugleiten. Genau. Also besser ist es, einen internen Prozess zu haben zum Beispiel. Ja. Also das ist auch okay, wir haben bei uns ein internes weltweites Profitabilitätsprogramm 2030, was uns dazu tatsächlich zwingt, mit Ihnen jetzt die Preiserhöhung zu besprechen. Also ich gehe in einen Bereich, den Sie nicht kennen, weil Sie kennen mein internes Programm. Global-galaktische Begründung, ganz die genau. Eigentlich nicht angreifbar ist. Genau. Und jetzt jetzt habe ich die Möglichkeit zu verhandeln. Weil wenn ich sage, ich brauche die Preiserhöhung wegen den Energiepreisen, dann sagen Sie, ist doch dein Problem. Genau. Und dann komme ich nicht weiter. Und die große Problematik ist, wenn ich versuche zu begründen, dann sagen Sie, warum? Ja. Also ich sage, ich brauche höhere Preise wegen Energie. Dann sagen Sie, warum haben Sie da selbst nicht drauf aufgepasst? Und jetzt muss ich mich rechtfertigen. Okay. Und durch die Rechtfertigung kommen wieder mehr Argumente. Mhm. Jetzt lehnen Sie sich zurück und sagen, also ich bin jetzt nicht überzeugt. Jetzt muss ich noch mehr reden. Mhm. Und mit jedem Argument, mit jeder Aussage, bringe ich mich in eine noch schwierigere Verhandlungsposition. Wenn wir das leicht umdrehen und einen Einkäufer vor uns haben, der von Ihnen geschult wurde, was sehr häufig
passiert. Ja. Ganz genau. Und sie bekommen eine, sagen wir, unverschämte Forderung auf den Tisch geknallt. Wie geht man dann mit so einer Forderung um? Indem man eben nicht darauf eingeht, sondern die Forderung einfach als das sieht, was sie ist. Das ist einfach der Anstoß vom Spiel. Wie beim Fußball halt auch. Ja. Das ist nur der Anstoß. Also das Spiel beginnt. Lass die Spiele beginnen. Indem ich eben nicht rational dagegen gehe und auch nicht emotional dagegen gehe, sondern einfach mal Notizen mache. Also nicht reagiere. Okay. Also alle, die bei uns im Seminar oder im Vortrag was sind, die kennen unser Zauberwort, das sagt man halt schwierig. Ja. Zählt leise bis drei und genießt einfach mal diesen Konflikt. Ja. Um dadurch dann eben bei der eigenen Verhandlungslinie zu bleiben und nicht auf die Gegenseite zu gehen. Okay, und die Notizen helfen nicht zu sprechen, ja? Ganz genau. Okay. Ich habe mehrere Vorteile. Also Nummer eins ist, während ich schreibe, kann ich nicht reden. Ich zeige meinem Gegenüber, dass ich es wertschätze, weil ich es wirklich ernst nehme. Mhm. Und ich kann immer wieder zurückblättern. Also ich kann immer wieder ein Zitat, das Sie gesagt haben, rausgreifen. Also ich kann immer wieder sagen, vielen Dank, Sie haben vor einer halben Stunde gesagt, ich würde das gerne zitieren, Sie glauben an eine Partnerschaft. Mhm. Also ich habe immer wieder die Möglichkeit, wieder darauf zurückzugreifen. Mhm. Und in Ihrem Kontext beginnt man immer mit der Betonung der Gemeinsamkeiten für die Zukunft. Ganz genau. Und nicht sofort versucht reinzuspringen, weil ich glaube, die deutsche Kultur ist sehr direkt und rational. Und ja, noch schlimmer, so rechthaberisch. Rechthaberisch, okay. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir in eine Verhandlung einsteigen, wir sehen nur noch, was uns trennt. Wir sehen nicht mehr, was uns verbindet. Was für den? Also auch bei Privatverhandlungen oder so. Mhm. Ja? Man streitet über Punkte, die weit auseinander sind, aber man spricht nicht mehr über die Sachen, die eigentlich verbindend sind. Man sieht nur noch das Trennende. Mhm. Und wenn ich das Trennende anspreche und Sie auf das Trennende einsteigen, dann habe ich keine Grundlage mehr. Energie folgt dem Fokus. Und wenn der Fokus Trennung ist, genau, dann... Und dann peng, peng, genau, wenn ich mich trennen möchte, aber dann brauche ich auch nicht verhandeln. Okay, super, super interessant. Und aus dieser Perspektive der Parteien, die involviert sind. Ich meine, man erlebt immer wieder, dass der Chef, der Unternehmer sagt, ich gehe selbst hin. Wie gehen Sie mit so einer Einstellung zur Verhandlung um? Ja, wenn es sich leisten kann. Also gerade also Founder, gerade natürlich Gesellschafter, also Leute, die das Unternehmen aufgebaut, geprägt haben, sind natürlich unheimlich schnell zu emotionalisieren. Weil das ist das eigene Baby, das ist das eigene Lebenswerk. Mhm. Und wenn da ein Kommentar kommt, wird fast jeder Kommentar als persönlicher Angriff gewertet. Und dann wird es unheimlich schnell emotional. Mhm. Also wir versuchen immer, Entscheidungsträger aus der Verhandlung rauszuhalten. Ich versuche immer, ein Verhandlungsmandat zu bekommen. Wir nennen das eine License to Negotiate, mhm, um dann innerhalb dieser Lizenz zu verhandeln. Mhm. Was wir nicht machen, wir erlauben den Chefinnen und Chefs nicht an den Verhandlungstisch zu kommen. Weil sobald die da sind, haben die... Das ist eine ganz andere Dynamik. Ganz genau, eine andere Dynamik. Die können sich meist nicht zurückhalten. Und Sie sind dann, wenn ich das auch auf ein Spiel übertrage, die sind dann plötzlich im Spiel, genau, und nicht außerhalb des Spielrandes. Genau. Ja? Und da können Sie gar nicht beurteilen. Die müssten eigentlich auf der Tribüne sitzen und das Spiel beobachten. Aber nee, die sind dann auch auf dem Platz und kämpfen mit und verlieren dann die Übersicht. Und du brauchst ja immer jemanden, der die Übersicht behält. Und der Job von der Chefin oder Chef ist ja die Strategie zu sehen, also das große Bild zu sehen, mhm, und nicht im Kleinen die dritte Kommastelle zu verhandeln. Mhm. Und wie gehen Sie mit diesem Thema Selbstvertrauen um? Weil ich glaube, ein Verhandlungsführer sollte auch Selbstvertrauen haben. Ansonsten spürt der Verhandler, wie es dem anderen geht, oder ist das nicht so wichtig? Ich finde nicht, dass es Selbstvertrauen sein muss. Es muss mehr eine Konfliktfreude sein. Okay, nicht Harmonie sucht, nee, sondern... Konfliktfreude. Also ich freue mich, diesen Konflikt verhandeln zu dürfen. So Leute suche ich aus. Okay, das ist ein Privileg. Bitte? Ein Privileg für so einen Menschen, einen Konflikt auszutragen. Finde ich auch, weil... Also ich habe für mich so eine Frage einfach überlegt, mittlerweile über all die Jahre. Ich frage die Leute immer, was sie im Urlaub gemacht haben mit 20 Jahren. Und... Wenn jemand dann sagt, er ist mit 20, sage ich mal, zu Beginn vom Studium mit dem Rucksack durch Indien, dann weiß ich, dieser Mensch liebt Konflikte.
Okay. Ja, wenn er sagt, ich war mit meinen Eltern im Robinson Club, dann weiß ich, dieser Mensch gibt keine Konflikte. Und also ich glaube, dass Menschen sehr früh sich entscheiden, bin ich jemand, der gerne Konflikte handelt und austrägt, oder bin ich jemand, der eher in die Sicherheitszone geht? Ja, ich habe, Sie werden lachen, ich habe mit 14 ein Praktikum gemacht auf einem usbekischen Bazar und habe Vorhänge verkauft. Genau, das usbekische Praktikum. Ja, genau. Das ist, nach der Schule. Nach der Schule, genau. Ja, genau. Mein Papa wollte, dass ich das Leben in echt sehe. Ja, ganz genau. Aber das prägt doch, oder? Also ich bin sehr dankbar. Die Elemente, vor allem in der Kindheit. Ja. Und mit 14 ist man noch ein Kind. Ja, vor allem diese Freude, es auszuprobieren. Ja. Und man lernt auch den Umgang mit Frustration. Desensibilisierung. Ich meine, sie empfehlen auch, überall zu verhandeln. Genau. Ja? Ich meine, bei McDonald's Pizza zu bestellen oder so etwas. Es ist die Lust auf diesen Konflikt. Und wenn du gelernt hast, mit Konflikten umzugehen, auch mit Frustration umzugehen, dann hast du nicht mehr diese Angst davor. Wenn du Angst hast vor Zurückweisung, vor Harmonieverlust, dann gehst du auch nicht in den Konflikt. Okay. Wenn ich jetzt aber in einem Konflikt bin, da ist ja immer wieder die Frage, es kommt auf die Anzahl der Forderungen drauf an. Und dann, was glaube ich auch sehr wichtig ist, mit welcher Forderung starte ich? Mit der kleinsten oder mit der größten? Es gibt wieder zwei Möglichkeiten. Der Rationale startet mit der größten. Ja. Der Spieler startet mit einer leichten, die er als groß präsentiert. Okay. Wie viele Spieler haben Sie gesehen? Wie viele Rationale? Was ist in Deutschland so üblich? Deutschland sind 99% rational. In Holland sind 99% Spieler. Weil die Freude am Verhandeln haben. Okay. Und was würden Sie, das heißt, wenn jetzt Spieler auf den Rationalen trifft, wer gewinnt? Spieler. Immer. Und wenn ein Spieler auf einen Spieler trifft, dann derjenige, der bei Ihnen ausgebildet ist. Ja? Gewinnt also, derjenige. Also es ist so, wenn Spieler mit Spieler verhandelt, dann kommen die auch zu einem guten Ergebnis und haben einen riesen Spaß dabei. Okay. Weil sie merken, sie haben so ein gemeinsames Verständnis von der Verhandlung. Wenn Rationalen mit Rationalen, die kommen auch zum Ergebnis, aber haben logischerweise keinen Spaß. Die müssten halt verhandeln. Schwierig wird es, wenn der Rationale auf den Spieler trifft. Weil der Spieler spielen möchte und der Rationale das nicht kann. Und der Spieler das Gefühl hat, der Rationale ist so ein Erbsenzähler. So ein sturer Bock, mit dem man überhaupt nicht reden kann. Ja. Okay. Weil er nur mit Argumenten kommt und versucht, alles zu begründen. Ja? Genau, und Recht haben will. Ja. Ja? Und der Rationale beschwert sich über den Spieler, über die irrationalen Forderungen. Ja? Und das passt nicht. Okay. Und das heißt, am Anfang eher Forderungen zu stellen, die auf jeden Fall erreicht werden müssen und dann das abstufen? Oder? Kommt drauf an. Also kommt drauf an. Okay. Kommt auf die Persönlichkeit an, Spieler oder rational, kommt auf die Kultur an, Deutschland oder Holland. Oder China? Indien, Middle East. Es kommt auf das Thema an, gibt es eine Historie dazu? Also wenn jedes Jahr, sage ich mal, 2% üblich war, dann wäre es wahrscheinlich unüblich, jetzt mit 30% zu kommen. Also es gibt verschiedene Aspekte, die man anschauen muss. Aber ja, die Forderung oder der Einstieg muss höher sein als das, was ich brauche. Das sicherlich. Und wenn wir jetzt ganz normale Themen anschauen, weil man ja im Prinzip fast immer verhandelt, ja, egal wo, ich meine Gehaltserhöhung oder Autokauf, was sind da die Must-Haves, wenn Sie zum Beispiel ein Auto kaufen? Ja. Ich meine, ich möchte mit Ihnen nicht verhandeln. Ich meine, was ist der durchschnittliche Prozentsatz, den Sie da rausholen? Ja, also ich vertraue meinen Autoverkäufer, deshalb haben wir auch keine schwierige Verhandlung. Okay. Es ist so, dass die Prinzipien tatsächlich immer die gleichen sind. Ob Autokauf, Gehaltserhöhung, Friedensverhandlung, OEM mit einem Tier-1-Supplier, sind immer die gleichen Prinzipien. Zu Beginn, man muss die Gemeinsamkeiten betonen, bevor man in den Konflikt einsteigt. Okay, immer. Das ist wichtig. Ja. Du musst da so ein Sicherheitsnetz erst flechten, bevor du dann sagst, okay, jetzt gehen wir aufs Seil. Ja. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du musst am Anfang eine Struktur machen. Also, welche Themen besprechen wir heute? Welchen Rahmen haben wir heute? Wir besprechen nur drei Themen innerhalb von einer Stunde. Weil sie die Agenda setzen, derjenige, der Agenda setzt, genau, führt. Genau. Es ist also du musst erst den Prozess definieren, ja, bevor du dann in die Themen einsteigst. Okay. Also Gemeinsamkeiten betonen, Struktur, Prozess, um dann zu sagen, so. Und dann kommt man mit der Forderung sehr, 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 wirklich sehr schnell auf den Tisch, um dann dadurch in den Verhandlungsmodus einzusteigen. Das sind so da gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Facetten dabei, aber das ist mit Sicherheit, egal bei welcher Verhandlung, das sind die drei wichtigsten Elemente zu Beginn der Verhandlung.
Okay, und wenn jemand bei Ihnen wirklich mit einer absolut utopischen Forderung ankommt, das, Sie sagen ja interessant, schwierig, ja. Aha, und schweigen. Schweigen kann man kaum aushalten, ja, als harmoniebedürftiger Mensch. Speak for yourself, ja. Es kommt darauf an, welcher Typus ich bin. Also ich bin sehr introvertiert, ich schweige gerne und ich habe es auch sehr gerne, wenn geschwiegen wird in Verhandlungen. Ich habe kein Problem damit, wenn geschwiegen wird. Leute, die sehr extrovertiert sind, also die Kommunikation brauchen, die drehen durch, wenn da keiner was sagt. Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Aber Schweigen, klar, ist, kann auch eine Taktik sein, natürlich. Okay. Und das ist ja gemeinsame Zukunft, wenn Sie in Lützenrath verhandelt hatten, jetzt mit zwei Jungs, die sich da einbetoniert hatten. Welche Gemeinsamkeiten betonen Sie da, dass man gemeinsam eine Lösung finden kann? Mhm. Was ist da der Anschlusspunkt oder Absprungpunkt? Es ist auch so, dass natürlich die beiden, so, also so, wenn die anfangen mit mir zu reden, dann wollen die auch was von mir. Sonst würden die nicht mit mir verhandeln. Okay, so. Fairer Punkt. Ja. So, ich will ja auch was von denen. Und es gibt eine Gemeinsamkeit, dass wir beide jetzt einfach mal die Situation klären wollen. Das reicht doch schon. Also wir wollen einfach mal klären, was wollen die, was will ich. Allein die Klärung der Situation ist ja schon eine Gemeinsamkeit. Mhm. Einfach zu sagen, wieso seid ihr da, wieso bin ich da. Was ändert sich auch gerade? Also in Lützerath war es ja so, dass die Verhandlungsführung von der Polizei auf das Unternehmen übergegangen ist, weil um Sonntagabend 19 Uhr war die polizeiliche Räumung ja beendet und somit war es keine rechtliche Grundlage mehr für die Polizei da zu sein. Und deshalb hat die Polizei gesagt, wir gehen jetzt. Und das war natürlich eine wichtige Information, die ich mit denen natürlich auch teilen musste. Also allein die Klärung der Situation ist ja schon eine Gemeinsamkeit. Okay, und die Jungs haben sich ja sehr, sehr viele Monate, wenn nicht Jahre, auf diesen Einsatz vorbereitet. Zwei Jahre, ja. Wie viele Stunden haben sie gebraucht, um die Situation zu entschärfen? Zwei. Okay, jetzt ein gutes Verhältnis. Ja, man darf es so nicht sehen, weil natürlich, die haben auf dem Dorf gelebt. Also waren ja sehr viel mehr Aktivisten, die dieses Dorf dann auch besetzt hatten. Mhm. Also der rechtliche Prozess bis zur Räumung hat 18 Jahre gedauert. Von der ersten Stellungnahme bis zum endgültigen Urteil. 18 Jahre? Das war bis zum BGH. Okay. Und klar, wenn du 18 Jahre lang natürlich darum kämpfst und dann die letzten zwei Jahre vielleicht auf dem Gelände verbringst, dann gehst du auch nicht einfach. Also dann willst du es ja auch. Der Gesichtsverlust ist alleine ja, schon entscheidend. Ja, und du hast ja auch natürlich, die hatten ja natürlich auch eine wirkliche Botschaft. Also wie kann man in dieser Zeit Kohle abbauen? Ja. Also es war ja auch irgendwo... Schwierig nachzuvollziehen. Ist ja auch, also die haben ja auch einen Punkt. Ja, wo man sagt, das muss man ja, sagen, stimmt, rational ist das ja, auf jeden Fall. Wo man sagt, und dass eben gerade die Bundesregierung mit grüner Beteiligung diesen Deal geschlossen hat, dieses Dorf abzureißen, um Kohle zu... Also da gab es schon natürlich auch Diskussionspunkte dazu. Natürlich. Aber da darf man sich nicht darauf einlassen, weil wenn man denen Recht gibt, hat man nicht unbedingt das erreicht, was man wollte. Ja. Also ich habe eine Meinung dazu natürlich, weil ich habe ja auch vier Kinder und wir diskutieren natürlich zu Hause auch im Klima und haben natürlich diese Diskussionen auch wirklich zu Hause, auch wirklich intensive Diskussionen, habe natürlich auch eine politische Meinung dazu. Sobald ich aber in diese Verhandlung einsteige, lasse ich meine Meinung draußen, dann habe ich wirklich eine Verantwortung für diese Verhandlung und dann habe ich keine Meinung mehr zu diesem Thema. Sondern dann ist mein Job, die beiden mit mir, wir reden jetzt, was können wir machen? Vielleicht noch eine Fragestellung aus der Perspektive der Geschwindigkeit, mit der Sie eingesetzt werden. Wir sind ja häufig auch in Turnaround-Situationen im Einsatz. Wenn jetzt jemand aus Lützerath von RWE Sie anruft, wann passiert das? Am Freitagabend und Sie sind am Samstagvormittag schon da? Oder wie läuft so Anbahnungsphase bei Ihnen? Dass also, nicht verhandelt wird, ist klar. Aber. Also Lützerath war natürlich eine extreme Ausnahme, weil natürlich das eine Situation war, die keiner so vorher kannte. Okay. Es war so, dass ich am Samstagnachmittag bin ich zum ersten Mal informiert worden, dass die Verhandlung sich anbahnt und ich dann mit dem Krisenstab schon erste Gespräche geführt habe. Aber nicht dabei war. Also ich habe keine Insider-Infos oder so gehabt. Mhm. Und Sonntag früh kam der Anruf. Doch kommen. Und dann, also Sonntag um 10, halb 11 war der Anruf. Ich bin dann sofort zum Flughafen, bin dann nach Köln geflogen, um von dort dann zum Gelände zu fahren. Und als ich angekommen bin, war es dann eben schon, da waren wir in dieser Übergabsphase schon, wo die Polizei sich schon zurückgezogen hatte. Und dann das Verhandlungsteam der Polizei gesagt hat,
So. Bitteschön, übernimm das. Übernimm das mal, ja. Aber das deutet darauf hin, dass Sie kein langweiliges Leben haben. Ich meine, wenn man von BI ausgebildet ist und als Undercover unterwegs war, hat man sich vorgestellt, im zivilen Leben so ein spannendes Umfeld zu haben? Ja, vorgestellt schon, weil ich weiß ja, ich bin ein sogenannter Sensation Seeker, nennt man das wohl in der Psychologie. Okay. Also jemand, der als introvertierte Person ist das sehr ungewöhnlich, ja? Nee, finde ich nicht. Nee, also ich brauch ständig was Neues und was mich auch fordert. Ich kann Sie gut verstehen. Ich möchte auch besser werden in dem, was ich mache. Mhm. Und deshalb, aber was natürlich schon spannend war, ich war mit 18 war ich am Bauzaun in Wackersdorf. Und da war es ja auch so mit Schlamm und Demonstranten. Und damals ging es gegen die Energie, gegen Kernenergie. Und jetzt ging es gegen Kohle. Ja. Und es war schon faszinierend. So ein komischer Wandel, ja. Ja. Also wieder dabei zu sein, wieder mit aber der Polizei im Schlamm zu stehen. Und in einer anderen Rolle. Aber in einer anderen Rolle, ja. Und unter anderen Rahmenbedingungen, ja, eigentlich. Ganz genau. Sie haben ja vor 20 Jahren Gobert Unternehmen gegründet. Mhm, 18 Jahre, genau. 18 Jahre. Ich meine, haben Sie diesen Erfolg erwartet als Unternehmer? Haben Sie sich unverschämte Ziele selbst gesetzt? Ich meine, mit Ihrem Anspruch als Sensation Seeker kann ich mir gut vorstellen, aber... Ich weiß nicht, ob es... Also als Unternehmer sehe ich mich noch nicht erfolgreich. Mhm. Also wir haben zwar weltweit natürlich jetzt super große Firmen aufgebaut und betraten auch super große Fälle und schwierige Fälle, aber ich glaube, als Unternehmer, wie bei Ihnen auch, man hat ja immer das nächste Ziel. Mhm. Also es kommt ja bei Unternehmern und Gründern, kommt ja nie, bei den meisten denke ich mal, kommt ja nie das Gefühl so, angekommen zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber... Mir geht es auch. Ich meine, wir sind ja dafür da, zu Unternehmen nicht zu unterlassen. Ganz genau. Das und wenn man einen Schritt erreicht hat, dann denkt man schon wieder, was könnte ich jetzt machen, oder? Also, ja, genau. Reinhold Messner sagte, ja, mein Leben besteht darin, die neuen Ideen umzusetzen. Ganz genau. Das ist das, was ich mir vorstelle. Aber wann ist für Sie ein Unternehmen erfolgreich? Weil jetzt sind Sie noch nicht erfolgreich. Das ist ein gelingendes Leben im Fokus. Aber anhand von welchen Faktoren würden Sie das beschreiben? Ich will es auch nicht. Ich will nicht erfolgreich werden. Okay. Um nicht saturiert zu sein? Ja, um hungrig zu bleiben. Genau, hungrig zu bleiben. Also ich glaube, sobald man anfängt zu sagen, jetzt habe ich es geschafft, so einen Haken dran, ich glaube, dann nimmt man das Gas weg. Also dann glaube ich, ja, dann wird man vielleicht auch selbstgefällig, dekadent, achtet nicht mehr so, und man wird vor allem nicht mehr besser. Und der Anspruch mit unserem Unternehmen ist ja, noch besser zu werden. Und was einfach faszinierend ist, dass sich immer bessere Leute bei uns bewerben, ja, dass wir immer bessere Aufträge bekommen, dass wir natürlich auch finanziell jetzt natürlich auch mehr Rückhalt haben als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Es macht natürlich auch nur mehr Spaß, was aber nicht heißt, dass ich jetzt das Gefühl habe, als Unternehmer angekommen zu sein. Wie haben Sie das, das ist jetzt eine leicht persönliche Frage, aus der Perspektive der Erziehung, der Kinder. Wie erzieht man Kinder, um die hungrig zu lassen, ohne hungern zu lassen? Das ist eine gute Frage. Also meine Erziehung, ich komme von einem Bauernhof, einem kleinen Bauernhof in Oberbayern. Und ich musste immer arbeiten. Ich war der älteste Sohn. Mhm. Ich hätte die Landwirtschaft übernehmen sollen. Okay. Also immer wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an Arbeiten. Das war wirklich aufstehen, arbeiten. Und meine Eltern haben aber auch ständig gearbeitet. Ist halt ein Bauernhof. Kennt man das, ja, genau. Ich kenne keinen Urlaub, ich kenne keine Freizeit. Und deshalb, ich arbeite jetzt auch ständig. Aber ich finde es nicht störend, weil ich bin halt so aufgewachsen. Ja. Und deshalb am Sonntag... Sie haben auch Freude an Ihrer Arbeit. Ja, es ist halt, was ich tue. Und deshalb mal gucken, wie meine Kinder dann werden. Ich weiß nicht, wie. Bisher schaut es aus, dass sie auch sehr fleißig sind. Natürlich jetzt nicht so extrem, wie ich das mache. Aber ich bin mir sicher, dass die auch sehen natürlich, wie viel ich arbeite. Das auch Spaß vorlebende macht. Performance. Ganz genau. Für mich war ein interessanter Aspekt, das über Sport zu lösen. Ja. Weil Leistungssport zwingt dazu, an sich selbst zu arbeiten. Ja. Ansonsten, sie haben jetzt eher im Kampfsport, ja, mitgemacht. Da bestraft das fehlende Training relativ schnell. Ja? Und zwar sehr schnell, ja. Genau, und deswegen, ja, hungrig zu bleiben, ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg, auch im Leben. Weil genau, das kann man auch nach außen übertragen. Mhm. Mhm. Ganz genau. Super. Dann vielleicht zum Abschluss des Gesprächs drei Fragen. Die erste Frage, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat? Egal welches, Roman, Sachbuch, also, oder etwas, was Sie beeindruckt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Also ich habe drei Bücher, die mich stark beeindruckt haben. Okay.
Also auf alle Fälle, ein Buch, das man gelesen haben muss, ist Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Okay. Und ein bisschen unbekannter ist Die Panne. Also als ein Mann in ein Umfeld kommt, um über ein Verbrechen zu besprechen. Ganz spannend. Also da ist unheimlich viel drin, auch über Verhandlungsführung, was mich fasziniert. Was mich als Unternehmer am meisten fasziniert hat, ist das Buch Hit Refresh von Satya Nadella, von dem Microsoft-Chef. Ja, genau. Ja. Mit Growth Mindset. Ja, ganz super tolles Buch. Ja. Ja. Und auch als Unternehmer jetzt von Reid Hoffman, Blitzscaling, der Gründer von LinkedIn, der Founder von LinkedIn. Okay. Hat ein Buch geschrieben, über wie man eine Firma über verschiedene Stufen skaliert. Da habe ich alle Fehler, die ich selbst gemacht habe, habe ich nachgelesen. Ja. Okay, super spannend. Mhm. Dann vielleicht eine zweite Frage. Was würden Sie einem 20-jährigen Matthias mit Ihrer Erfahrung empfehlen als ein Ratschlag? Mit dem Rucksack durch Indien. Okay. Also unterwegs sein, rausgehen, andere Kulturen, bloß nicht zu Hause bleiben, Welt anschauen, so weit reisen wie irgendwie möglich. Schön, schön. Und dann die Abschlussfrage, die ein bisschen philosophisch angehaucht ist. Was ist für Sie der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens. Kurz nachdenken. Das ist keine einfache Frage, die man aus der Schublade zieht. Der Sinn des Lebens. Also als Unternehmer sicher Sicherheit zu schaffen für unser Team, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben, dass es Spaß macht, mit uns zu arbeiten, okay. die Firma aufzubauen. Als Verhandlungsführer mit Sicherheit einfach noch besser zu werden. Ich möchte schon einfach nicht stehen bleiben, immer noch. Und so als Privatmensch, ich will, also dieser Sensation Seeker, der prägt mich schon. Also je mehr Abenteuer, je mehr Aufregung, desto gut. Vielen herzlichen Dank. Das war ein sensationelles Gespräch. Freut mich, danke. Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.